Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ATS. Das war ganz kurz. Hier ist ja gerade alles falsch. Also, du kommst nach da, du kommst nach da. So wird eine Schule raus. Genau. So, jetzt. Wir waren gerade bei unserer freien Fahrt am Strand entlang, soweit ich weiß. Oh, meine Stimme klingt schon voll krass. Gut, ich bin doch erst vor einer Stunde aufgestanden oder so. Könnte daran liegen. Ja, genau. Die wunderschöne Strecke hier am Strand entlang. Nice. Oh, da ist schon viel vor uns. Haben wir gerade erst begonnen, ne? Genau, hier ein paar Sehenswürdigkeiten, die wir noch abklappern müssen und so. Oder gleich dabei abklappern wollen. Ja, da würde ich mal sagen, machen wir mal direkt die Musik an und dann let's go. Aufnahme sieht auch alles gut aus. Oh, ist auch voll die Geige hier. Muss ich ernsthaft pissen? Vor allem bei dem Regen hörst du die Musik kaum. Ich glaube, ich stelle mal kurz mein Radio lauter. Ungefähr so. Sehr gut. Ich kann auch echt schön die Atmosphäre genießen mit dem Regen.
Aber ich würde es doch machen hier. Oh, schon ein LKW fliegen. Na, aber so schon. Ich meine, einen Spalt aufmachen können wir es. So. So ist gut. Falsche Taste. Aber ein bisschen Frischluft. Was eine dreckige, graue Decke, ey. Voll das Pisswetter. Wie sehen eigentlich überhaupt auch unsere Sachen gerade aus? Okay, wir haben 200.000. Wollt ihr irgendwas machen? Na, guck mal, wenn wir da sind. Mal schauen, was wir da noch so alles garagenmäßig und LKW-kaufmäßig machen wollten. Wer weiß, vielleicht verdienen wir ja sogar auf unserer Strecke. Ich meine, gut, wir brauchen gerade nur noch 5 Stunden. Unwahrscheinlich, dass er da, also dass unsere Mitarbeiter da noch 200.000 oder 140.000 Euro verdienen, damit wir da noch die Weinkredite auslösen können. Und wir verdienen ja diesmal keinen mickrigen Cent. Voll der Wald hier, ey. Ich dachte, wir sehen ein bisschen mehr Strand. Was ist los hier? Aber die. Na gut, die Phase hätte ich noch locker geschafft. Ich wieder vergessen, wie lang die Gelbphase eigentlich ist. Aber gut.
Los, wird grün. Richtig schön Sumpfgebiet hier. Cool. Da unten würde ich ja langfahren, da unten bei der Straße, wo der LKW gerade langfährt. Hier habe ich die Seite gesperrt. Schau eigentlich.
Wäre eine schöne Geheimroute gewesen. Oder Secret-Route, oder wie auch immer man es nennt. Mag. Ist ja auch ein interessantes Lied. Wenn ich gerade schon eine Wendestelle ist. Mal gucken, wo es da hinging gerade. Plus eine Abkürzung. Nice. Wenigstens haben wir wenigstens ein bisschen Wasser jetzt mittlerweile hier. So, kommt ein Auto? Nö. Hallo, fahrt doch mal. Turn right. Ah, so eine geile Brücke hier.
Ja. Die Frage ist, wie weit können wir weggehen? Ja, doch, das können wir noch besser. Halt, Schnellreise. Ja, nee, ist klar. Aha. Ja, so kann man schönes Motiv machen. Nice. Auch eine schöne Architektur hier. Sieht schon sehr geil aus. So, wie kann ich jetzt sagen? Ach, da vorne geht's rein. Okay. Der ist noch massiv viel Platz hier, was ist los mit dir? Egal. Pech. Ah, passt gut. Wenn der LKW voll verdeckt wird von dem anderen. Betrug. Da schon wieder diese schwarzen Papierflecke da oben. Oh, was ist das denn für eine. War es gerade ein Schiff oder eine Bahn oder was parkt es da gerade? Oh. Das will ich genau gesehen haben. Der LKW da. Pisser. Warte mal, komm hier. Ah, hier war ein Zug. Oh. Oh, das ist ja geil. Ah, hier, guck mal, der. Wie geil ist das denn bitte? Alter, wie cool ist das denn, bitte? Das habe ich noch nie gesehen. Mit einem Dampflok hinten dran. Gut, eigentlich müssen die roten Lichter aktiv sein und nicht die weißen, aber hey. Das sind Details. Ist das cool.
Nein, ich will zu Bäumen fahren. Nein! Oh mein Gott. Cool, das hier ist, ey. Steht die da gerade oder kommt die? Ah, sie kommt. Ah, oh, geil, auch die ganzen Schatten da. So, schon ein paar schöne Cities. Oh ne, hier hinten endet. Es endet alles. Hier wohl auch langfahren kann. Wenn wir leider erst nachher sehen. Und das war jetzt neue Bahn. Spawnen die hier aus der Garage raus? Das wäre sehr awkward. Nee. Maus macht den Link. So. Ja, ne, genau, die Bahn muss hinten spawnen irgendwo. Ah, tatsächlich einfach vor der Garage gespawnt. Lol. Das ist sehr, sehr interessant. Vor allem, man kann ja hier durchfahren. Das heißt, man sieht, wenn die hier einfach vor der Garage spawnt.
Das wäre sehr awkward. Mal gucken, wo jetzt gerade ist. Schon wieder so viel Investigativarbeit. Müsste schon durch sein, ne? Ja. Gut, das heißt, gleich bald müsste der nächste spawnen. Also hier vorne kann man ja langfahren. Und hier aufs Gelände rauffahren könnte man auch. Weil ich halt nicht weiß, kann es sogar sein, dass bestimmte Sachen nur spawnen, wenn man nicht in der Nähe ist, ne? Aber kann natürlich sein, dass das hier auch so ist. Dass die Bahn halt nur spawnen, solange man nicht in der Nähe ist. Ich meine, wir müssen mal jetzt sehen, wie ich jetzt einfach ganz schnell die Zeit beschleunige. Und eben, kommt einfach nichts. So, dann gehen wir auf Normalgeschwindigkeit runter. Ne, das da. So. Guck mal, wie man so die Wolkenschatten sieht, ne? Aber irgendwie ist was, wo man das gar keinen Zug mehr. Well.
Jetzt brauchst du keinen Zug mehr. Habe ich kaputt gemacht. Draußen machen Leute schon wieder komische Geräusche. Ja. Hab ich's halt übersehen, verdammt. Hab ich früher auf der falschen Nachbarn gedreht. Cool. Ah ja, es war wirklich einfach direkt davor. Das ist interessant. Aber witzig, wenn man zwei kurz hintereinander kommen und dann keine mehr. Hab ich gerade was gesagt? Das hast du tun, meine Tasse jetzt gerade. So. Ich kann man gerade aus Versehen auf die Taste, womit ich meine RGB-Beleuchtung einstelle. Ich will mal sagen, aber für diese Folge genug Investigativarbeit getan, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.